Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier in der Avenger unterwegs und Alex ist am Steuer. Der darf sich jetzt, nachdem wir in der letzten Mission noch die Kontakte ausgebaut haben und noch Illyrium-Kristalle geholt haben und alles gemacht haben, da kann sich jetzt Alex aussuchen, was er machen möchte. Und er guckt gerade mal, wie es denn unseren Leuten geht. Und tatsächlich haben sich alle wieder erholt. Auch Jane Kelly ist dabei und wir sind somit sehr startklar, falls mal wieder eine neue Mission kommt. Hervorragend. Finde ich gut. Tipptopp. Perfekt. Ich habe etwas geplant für diese Folge. Und zwar stelle ich jetzt, wen stelle ich denn? Komm mal da raus, bitte. Ich stelle Mihi Zhong weg aus dem fortschrittlichen Kriegszentrum und tue ihn einfach mal ins Labor. Denn im Moment haben wir keine verletzten Soldaten. Vielleicht kann er dann hier ein bisschen bauen. Wer weiß. Mal sehen. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht. Timo, wie dringend willst du in die Geheimeinrichtung? Ich meine, es sind schon 5 von 12 Markierungen beim Avatar-Projekt. Ich bin nicht sicher. Wir haben alles Mögliche zu tun. Wir können natürlich noch Funkrelais bauen, da sieht man das. Die sind überall auf der Karte noch da. Ich sehe 4, 5 habe ich jetzt schon gesehen. 5? Ich habe nur 4 gesehen. Egal. Vielleicht sind es auch nur 4. Genügend auf jeden Fall, um uns zu beschäftigen. Ich finde nämlich tatsächlich Oh, 5. Wo sind wir denn überhaupt? Genau, die nächste Vorratslieferung ist in 3 Tagen. Kann gut sein, dass wir bis dahin das nächste Funkrelais nicht mehr fertig bekommen. Aber das schadet auch nicht unbedingt. Könnte aber auch bis dahin schon fertig sein. Ich probiere es. Ja, stimmt. 2 bis 4 Tage, nicht schlecht. Komm schon. Oh, 4. Dann ein anderes. Nee, ist egal. Ich mach das jetzt trotzdem. So, wir haben wieder jemanden ausgebildet und zwar, ich glaube, was auch immer nach Jünger kommt. Wir kaufen uns Stasis, Wahnsinn oder den Sprengzünder. Timo bricht hier fast zusammen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Sprengzünder gelesen und dachte, das ist ja ganz schön fies, oder? Also ich meine, was ist das denn? Ja, dann also Sprengzünder lernen oder was? Von mir aus kannst du das machen. Ich weiß nicht, wie gut die anderen Sachen sind. Anscheinend laufen die uns auch nicht weg. Bin ich sicher, Stasis und Wahnsinn können wir vielleicht später noch lernen. Wir wissen ja, dass, ich glaube, 3 Ausbildungsstufen kommen noch, bis sie dann beim Colonel sind oder etwas Äquivalentem. Und da können wir sicherlich dann pro Stufe nochmal was Neues auswählen. Ja, dann kaufe ich uns mal den Sprengzünder. So, ich mache jetzt trotzdem hier weiter. Wir kriegen zwar gleich die Vorratslieferung, aber das ist mir egal. Oh, kommt erst der Stasisanzug. Nachdem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion. Ah, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein.
Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Na gut. Okay, wieder einige, ich sag mal, erschreckende Erkenntnisse über die Aliens, können wir die überhaupt noch so nennen, gewonnen. Naja, die Aliens, ich würde sie schon noch Aliens nennen, sie nehmen ja nur die menschliche DNA als Grundbaustein, so scheint es. Ja. Und das war's einfach. Was ja, wir können jetzt wieder was Neues forschen, glaube ich. Ich meine jetzt was Neues. Oder wolltest du die Schattenkammer jetzt aufrüsten? Nee, Tygem wird ja sicherlich jetzt eine neue Forschung haben, weil er ja sich damit beschäftigen soll. Und man sieht auch gleich, es ist nichts Neues da. Das verstehe ich noch nicht. Aber eigentlich soll Tygem jetzt gerade beschäftigt sein mit der Forschung an dem Stasisanzug, oder nicht? Diese furchterregende Kreatur, die wir Berserker nennen, ist genetisch eindeutig verwandt mit den anderen Muton-Spezies, denen wir auf dem Schlachtfeld begegnet sind. Aus bislang ungeklärten Gründen zeichnet sich diese spezielle Variante durch eine einzigartige Eigenschaft aus, die sich nur als blinde Wut beschreiben lässt. Einen Kampfdurst, wie wir ihn von keiner anderen Kreatur kennen. Also ganz ehrlich, diese Cutscenes gucke ich nur wegen des Let's Plays. Die würde ich sonst einfach wegklicken. Ja, das ist so. So sieht's aus. So, jetzt habe ich's gesagt. Jetzt ist es raus. Eigentlich gucke ich die auch gar nicht während des Let's Plays, ich gucke eigentlich weg. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Ich bin gerade nicht da, ich bin gerade auf Klo, kann ich nicht später zurückrufen? Monatsbericht. Ach ja. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Okay, die haben plus 3 gemacht und wir minus 2 bei denen. Das ist ganz gut. Ja, wir haben ganz viele Sachen gemacht, die nur ganz wenig. Also wir gut, die schlecht. So sieht's aus, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir schaffen das noch, dass dieses bei Widerstandsaktivitäten nicht mehr ganz hinpasst. Das machen wir irgendwann und dann. Ui, was gibt's jetzt? Fertigstellung der Einrichtung. Ach, das ist ja das, was du schon gesehen hattest, ne? Ja, das kennen wir beide schon. Hier. Ja, das ist. Wir decken das natürlich nicht auf, denn wir haben im Moment wenig Info. Ja. Dann, was auch immer. Vorratslieferung. Später. Ich baue das Funkrelais weiter. Es tut mir leid, ich bin einfach heute Funkrelais-Bauer. Höre sie laut und deutlich. Ja, sehr schön. Ja, ist ja okay mit der Vorratslieferung. Was kostet das denn mit dem Gremlin und so? Ich glaube, nicht mehr als 300 zusammen. Okay. Willst du das jetzt schon mal machen? Ja, ich will das, sonst vergessen wir das. Ich mal. Und die Vorratslieferung ist ja gerade da, das heißt, wir kriegen auch noch mal Geld. Technikabteilung, ne? Neue Befehle, Commander. Ja. Gegenstände herstellen. Waffeln. Der Gremlin Mark III kostet 75 Vorräte. Das kaufen wir. Zack. Und die Strahlenpistole 125. Auch das kaufe ich jetzt. Dann müsste die Magnetpistole mit verschwinden. Ja. Genau. Wir haben also alle Waffen gebaut, die wir bauen können. Rüstungen sind auch keine Truppverbesserungen mehr. Wir haben alle Truppverbesserungen gebaut. Das ist sehr gut. Ja, das haben wir eigentlich auch alles schon mal probiert, außer Rauchgranate, oder? Ja, und Gedankenschild. Ein Gedankenschild, ja. Aber sonst haben wir alles. Ist bestimmt gut. Ja, läuft. Haben wir alles ganz toll gemacht. Schulterklopf. Was nun? Wir wollen ja auch ein bisschen zeigen, wie das Spiel funktioniert, ne? Also einfach 100% machen, ist doch klar. Okay. Geld holen, würde ich sagen. Ja, dauert auch nur 3 Tage. Und wir sind schon fast da. Easy peasy.
Ja. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das mit dem Kodex. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Kodex in einer Geheimeinrichtungsmission machen will, deswegen starte ich die gerade erstmal noch nicht. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Danke, Teige. Ich würde das gerne in der nächsten Mission vielleicht mit dem Kodex machen. Aber das könnte ja vielleicht eine Guerilla-Mission sein, die leicht ist oder so. Das wäre ja praktisch. Ja. Als wenn ein gewöhnlicher Muton nicht schon aggressiv genug wäre, scheint diese bullige Bestie selbst im Tod noch gefährlich. Ich bin froh, wenn ich sie nach meinem Bericht entsorgen kann. Wir können ein Aufputschserum fertigen. Ja. Aufputschserum. Das Aufputschserum wird aus den Adrenalindrüsen des Berserker-Aliens gewonnen und steigert die Leistung des Nervensystems eines Soldaten, was ihm über mehrere Runden zu größerer Mobilität und deutlich erhöhter Schadensresistenz verhilft. Ein Aufputschserum kann nur einmal verwendet werden und wird nach Gebrauch aus dem Inventar des Soldaten entfernt. Heißt das, dass er zum Beispiel kein Medikit mitnehmen kann oder so etwas? Genau, das würde man dann statt eines Medikits zum Beispiel bei sich tragen. Oh, schade. Wenn es einfach so wäre, dann hätte ich gedacht, wir geben jedem unserer Soldaten ein Aufputschserum. Fällt mal eine sehr wichtige Mission, das setzen wir es ein, aber das geht nicht. Sagt ihr, irgendwann mutieren die zu Berserkern, wenn wir die mit Berserkerzeug vollpumpen. Ja. Torwächter-Autopsie gekauft? Ja, wir haben gerade ein bisschen wenig Info. Vielleicht können wir auch irgendwas machen, was Info bringt. Was hältst du davon? Okay. Datenpad-Entschlüsselung gekauft. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So machen wir. Psi-Ausbildung. So, was hätten Sie gerne? Stasis, Wahnsinn oder leere Spalt? Ich weiß nicht, wie weitreichend Stasis ist. Das klingt auch gut, falls wir mal einen Gegner haben, der wirklich stark ist. Funktioniert natürlich auch nur, wenn der Gegner dann nicht irgendwie immun gegen psychische, gegen Psi-Attacken ist oder so etwas. Dann nehmen wir das mal. Machen wir mal. Und weiter geht's. Geld abholen. Und... Mystiker. War die andere Person auch schon Mystiker? Habe ich nicht drauf geachtet. Müsste eigentlich, ne? Ja, kann sein. Das ist ja immer das Gleiche. Lernen die einfach am Ende alles? Es ist sowieso egal, welche Reihenfolge wir wählen. Alex weiß das natürlich, der will das nicht sagen. Ich finde Inspirieren gut, wenn sie es noch nicht hat. Das war recht flexibel. Stimmt, Inspirieren ist wirklich flexibel. Das ist gut, ja. Ja! Super! Ja! Neues Personal kann im Hauptquartier bleiben. So. Funkrelais. Dann mache ich jetzt noch das Funkrelais, dann haben wir die erste Hälfte der Welt fertig. Hervorragend. Oh. So teuer. Wie teuer? 325. Okay, aber es macht auch plus 111. In 3 Monaten haben wir das wieder drin. Oh. Und nur 3. Dann die neuen Laboreinrichtungen, Commander. Es verkürzt die Forschungsdauer. Das Labor ist fertig. Das Labor ist fertig. Haha, guck mal. Es hat auch nur unendlich viele Tage gebraucht. Und es ist fertig. Und es hat anscheinend Mikroskope. Das ist sehr wichtig. 4 Stück gleich. Wir können es verbessern. Was bringt das? Eine weitere Forschungsstation um einen weiteren Wissenschaftler. Moment mal, haben wir überhaupt jemanden, den wir da reinstellen können? Oh. Ja, wir haben offensichtlich... 14% nur. Machen wir, oder? Ja, von mir aus. Aber ich kaufe jetzt nicht für 125 Vorräte und 3 Energie die Verbesserung, damit wir noch einen reinstellen können, oder? Willst du das haben? Ich finde das nicht schlecht, aber... Okay, ich weiß nicht, was wir sonst noch machen mit den Vorräten. Ich weiß, wir wollen noch Funkrelais bauen, aber... Kein Problem. Die müssen ja auch was zu tun haben, hier, unsere Wissenschaftler. Ja. 13 nur? Das ist aber jetzt gerundet, ne? Da ist irgendein... Irgendein lustiger Float ist da falsch gerundet worden, Leute. Ich soll ein bisschen schwächer werden mit so jeder weiteren Verbesserung, ne? Ja, okay. So, jetzt haben wir
Nicht zugewiesener Ingenieur? Das ist im... Ach so, Miji Hong, ne? Weil der gerade nicht... Der macht ja gerade nichts. Stimmt. Hattest du den anderen Ingenieur, der im fortschrittlichen Kriegszentrum war, irgendwo hinzugewiesen? Ja, ja, der hat ja hier beim Bauen geholfen. Deswegen war das Labor so schnell fertig. Guck mal, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ja, Miji Hong... Eigentlich gucke ich auch gar nicht. Ich rede immer nur. Miji Hong hat einfach ein paar Tage frei, so ist das jetzt. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ja, 59, das ist ganz schön viel. Das sind wirklich viel. Über 70 Elere, Commander. So. Ach, wir haben noch mehr davon. Unendlich oder was? Achso, nee. Torwächter dauert jetzt nur noch 5 statt 7, stimmt das? Ja, mach das diese jetzt. Diese Spezies, die als Torwächter bezeichnet wird, scheint über erstaunliche Psychkraft zu verfügen. Wie bei den anderen biomechanischen Einheiten der Aliens, wird es eine Weile dauern, ihre Systeme zu entschlüsseln. Oh. Den anderen fand ich besser, den bisher. Ja. Die alle doof. So. Die alle doof. Ach so. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Wir hören sie. Darum kann sich Timo kümmern, um das Avatar-Projekt. Ich bin hier nur der Bauarbeiter. Ich mache hier nur sauber. So, hier sind jetzt noch 3 Funkrelais. Das schaffen wir nicht mit der Charge an Geld, die wir jetzt haben, oder? Nee. Aber wir haben sowieso dann wieder zwischendurch bestimmt noch ein paar Vorräte gesammelt in der Guerilla-Mission. Stimmt. Ansonsten, der Schwarzmarkt hat auch noch welche. Natürlich. Wir müssen nur ein paar Infos ausgeben und wir können ja jetzt super schnell forschen. Das heißt, wir kriegen die quasi instant. Ja, wow, ich mache hier echt nur Ausbildung und so ein Kram, ne? Das ist eigentlich ganz gut, also es geht echt schnell voran gerade. Ja, können wir schon standhalten? Nee. Wenn der Psi-Soldat so viel Schaden erleidet, dass er sterben würde, wird er umgehend für eine Runde in Stasis versetzt und seine Gesundheit lediglich auf 1 TP reduziert. Nur einmal pro Einsatz möglich. Cool. Die werden quasi... Ja. Die kriegen, wie heißt das noch? Leftovers. Nee, Leftovers war das, was immer heilt. Ah, wie hieß das nochmal? Fokusband. Fokusband! Ja, Fokusband. Ganz wichtig. Ach, schön. So, ich glaube, hiernach ist auch die Folge zu Ende. Eigentlich ist sie... Wie weit ist die Folge? Will ich verraten. Ich kaufe nochmal Stasis-Schild. Du schienst das gut zu finden. Ja, ich glaube, es... Der Plan war einfach so lange hier, das weiterzumachen, bis die Guerilla-Mission triggert. Und dann machen wir eine Pause. Okay. Und von mir aus kannst du auch noch ein bisschen weiterklicken. Dann beeile ich mich jetzt noch. Klick mal noch ein bisschen. Komm schon. Und Torwächter-Autopsie. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können. Geht's wieder los. Aber es ist faszinierend. Was kommt jetzt Neues hier? Na, erzähl mal. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die ungewöhnliche Erscheinung dieser Kreatur direkt mit ihrer außergewöhnlichen Psi-Begabung zu tun hat. Die Aliens haben immer irgendeinen Grund für ihr Handeln. So verdreht er auch in der Regel sein mag. Ich bin sehr löblich, dass du ihm bis zum Ende durch zuhörst. Das habe ich, glaube ich, nicht immer gemacht. Also. Ja, wir können jetzt den Alien-Psi-Verstärker fertigen. Das ist, glaube ich, eine bessere Waffe für die Psi-Soldaten. Diese Version des Psi-Verstärkers setzt auf Artefakte des mächtigen Torwächter-Aliens, auf das wir gestoßen sind. Er wird unsere erfahrenen Psi-Soldaten auf dasselbe Niveau bringen wie die mächtigsten psionischen Truppen der Aliens. Stark, ich glaube, das brauchen wir noch, oder? Ja, das müssen wir noch kaufen. Sehr gut, und dann kannst du nochmal Datenpad, das haben wir, glaube ich, letztes Mal hatten wir da einen Speicher, machen wir nochmal Datenpad. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, er wusste das natürlich. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Die Technikabteilung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände, Waffen. Ja, geht gleich los. Alien-Psi-Verstärker, wir brauchen einen Torwächter-Panzer. Huch. Oh. Gab's den auf dem Schwarzmarkt? Kann gehen einfach gucken, wir haben gerade noch Geld, oder? Ja. Aber ich will jetzt weiter die Sachen bauen. Dann mach das. Ich glaube, da kann man keine Aliens kaufen, da kann man die nur verkaufen. Ja, relativ sicher. Okay, dann lassen wir das und machen mal weiter. Ja, hervorragend. Was kommt unter jetzt? Dem Tisch?
Auf dem Schwarzmarkt gibt es für alle Gegenstände 50% mehr Vorräte. Toll, gerade nachdem wir verkauft haben. Ja, das wären auch nur 50 Vorräte gewesen insgesamt, dann die 50%. Stimmt. Funkrelais kostet nur 375. Kaufe ich. Tut mir leid, ich verprasse unser ganzes Geld. Wir haben nichts mehr. Er sieht so ein bisschen so aus, ne? Ja. Weiß nicht, ob das so schlau war. Das war super schlau. Ja, wenn wir uns nicht mehr den Ziehverstärker... Jawohl, da sind wir. Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch in die nächste Folge mit dem Guerilla-Einsatz. Und wir haben es kommen sehen. Na gut, wir spielen auch schon ewig, ne? Passt schon. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, Timo... Timo wählt dann den Squad aus und ich starte dann in die Mission. Genau, ich diskutiere dann noch ein bisschen, was wohl Pro und Contra und so weiter, liste das auf. Und ja, wenn ich mit meiner Erörterung durch bin, kannst du dann in die Mission starten, würde ich sagen. Hervorragend, so machen wir es. In der übernächsten Folge. Dann bis dann. Bis dann, ciao.